Ja, hallo, ist hier der Olaf aus dem regnerischen Thailand. Seit letzten Abend regnet es quasi durch bei uns. Auch heute schaut es nicht besonders gut aus. Auch der Wetterbericht für die nächsten Tage hat Regen angesagt. Gerade die Regenzeit dauert bei uns ja normalerweise noch bis Ende Oktober. Doch langsam wird es kritisch, wie es aktuell auf unserem Grundstück ausschaut. Und vor allem, was euch wahrscheinlich noch mehr interessieren wird, was unser Fluss direkt vorm Haus so macht, das zeige ich euch gleich. Bleibt unbedingt dran. Einen Gartenrundgang starte ich gleich hier beim Salat, also bei unserer Gartenlaube. Hier seht ihr auch bereits die erste Stelle, welche im Wasser liegt, gleich hier vor der Laube. Hier in diesem Bereich eigentlich nichts Außergewöhnliches, denn das Grundstück ist ja logischerweise leicht abfallend zur Straße hin. Aber hier kann das Wasser nicht bis zur Straße vorne fließen, wegen des Fundamentes von der Laube. Ja, man kann nicht alles haben. Aber jetzt hat schon ziemlich viel Wasser hier. Schauen wir mal, wie es im hinteren Teil des Gartens ausschaut. Auch hier entlang der Mauer steht das Wasser schon. Oh, da hinten steht es auch schon ziemlich. Schauen wir mal, ob die Hühner noch keine nassen Füße bekommen haben. Nein, sieht noch alles gut aus, noch alles im grünen Bereich. Das Hühnergehege ist ja noch ein bisschen höher gebaut als der Rest des Grundstückes, natürlich extra. Aber hier sieht schon ziemlich nass aus, das Ganze. Bisschen vorsichtig gehen. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es nicht allzu lange weiter regnet, denn irgendwann wird es auch mal kritisch fürs Gemüse. Das Gemüse liebt zwar Wasser, aber nicht zu viel, wie man es hier sehen kann, dann mit der Bittermelone oder auch Bittergurke genannt. Und auch daneben die Auberginen, die stehen jetzt da voll im Wasser drin. Wenn es mal für einen Tag so ist, kein Problem, aber wenn es dann längerfristig so ist, wird es dann langsam kritisch. Ja, sicher einige von euch, welche sich jetzt denken, weshalb hat der Olaf keine Sickerleitungen verlegt? Das wäre doch das Einfachste. Dann würde das Wasser nicht so auf dem Grundstück stehen. Das haben wir natürlich gemacht. Vor allem im vorderen Bereich haben wir mehrere so Leitungen, welche das Wasser zur Straße abführen. Im hinteren Bereich ist es etwas schwierig, weil auf dieser Seite, wo ich jetzt rüber filme, haben wir einen Nachbarn, dessen Grundstück ist höher. Also da müsste ich ja das Wasser nach oben pumpen. Das ist hier ein bisschen schwieriger. Ja, und dann im hinteren Bereich zur anderen Seite rüber, da haben wir ja mehrere Nachbarn, gleich fünf Nachbarn. Und dessen Grundstück ist mindestens 2 Meter, wenn nicht sogar etwas mehr, tiefer als unseres gelegt. Und da wäre natürlich das Wasser super ablaufen, kein Problem. Ein Loch in die Mauer reinmachen und das ganze Wasser läuft zu den Nachbarn rüber. Aber ich weiß ja nicht, ob die Nachbarn da Freude daran hätten, wenn wir das tun würden. Ja, wie ihr sehen könnt, ist auch unser Fischteich randvoll. Ist nicht mehr viel Platz, dann läuft der Teich über. Ja, all jene, welche meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, haben sicher dieses Video gesehen, wo ich von der Schweiz zurück nach Thailand gekommen bin. Da habe ich euch ja unsere schöne Hecke gezeigt, also die Hecke, welche aus Baumspinat besteht. Da hat ja unser Gärtner sehr gut gemeint und hat die ganze Hecke quasi ganz kurz geschnitten oder mit der Machete so kurz geschnitten, dass da nicht mehr viel übrig war. Wie ihr sehen könnt, hat sich das Ganze sehr gut erholt. Ich hatte auch keine Angst, dass der Baumspinat sich nicht erholen würde. Jetzt bereits im hintersten Teil des Grundstückes angekommen. Hier liegt nur sehr wenig Wasser, wie ihr sehen könnt. Ah, die Mücken fressen mich gerade. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier eine große Sickerleitung verlegt haben. In diesem Bereich des Grundstücks waren wir wirklich so frech und lassen das ganze Wasser einfach zum Nachbar ab. Sie aber kein Problem, denn das Nachbargrundstück, das sieht mehr aus wie ein Urwald. Steht auch noch kein Haus drauf, hat jede Menge Bäume. Das fällt dann gar nicht auf, wenn da ein bisschen Wasser noch rüberläuft. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wusstet ihr, dass 60% meiner Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert haben? Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke, das würde mich riesig freuen.
Aber schalte noch nicht ab, denn es geht gleich weiter. Ja, bevor der Regen noch stärker wird und mich die Mücken fressen oder auffressen, würde ich euch noch gerne diesen Baum zeigen. Ich hatte bereits 2, 3 Gartenvideos gedreht, aber ganz vergessen, euch diesen Baum vorzustellen. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Das ist eine Dattelpalme. Wir haben 2 Stück davon, allerdings tragen sie noch keine Früchte. Wenn wir Glück haben, dauert es noch 1, 2 Jahre, bis sie die ersten Früchte dran haben. Dann möchte ich euch noch unseren Fischteich von der anderen Seite her zeigen. Ist immer so schön zu sehen, wenn morgens da die Seerosen blühen. Wir haben auch noch ein paar weiße Seerosen gepflanzt, aber allerdings sind die irgendwie alle eingegangen. Ich weiß auch nicht warum. Wie ihr sehen und vor allem hören könnt, wird der Regen immer intensiver. Hier wachsen bereits wieder die ersten Jackfruits. Thailändisch Kanun. Es dauert allerdings noch ein paar Wochen, bis man die essen kann. Ja, dass das Wasser nach starken Regenfällen an gewissen Stellen liegen bleibt, das Problem hatten wir ja nicht von Anfang an. Da sind wir auch selbst schuld, dass das so ist. Ja, als wir vor 12 Jahren das Grundstück aufgeschüttet hatten und natürlich auch flach gewalzt haben, haben wir erst etwa 4, 5 Jahre später angefangen, einen Fischteich auszuheben. Und die ganze Erde, die wollten wir jetzt nicht irgendwie mit den LKWs abführen lassen. Die haben wir einfach rundherum beim Fischteich verteilt. Und deswegen hat es da gewissen Stellen, wo das Wasser ein bisschen länger liegen bleibt. Das ist im Normalfall aber kein Problem, denn das ist vielleicht mal so für 2, 3 Tage. Und dann versickert das Wasser ja logischerweise automatisch im Erdreich. Da wieder so eine Stelle, wo das Wasser ein bisschen länger liegen bleibt. Ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Gartentipp von Olaf. Wenn ihr vielleicht neu in Thailand lebt und euch einen Garten anlegen möchtet oder so einen Garten angelegt habt und wie wir auch so Papayas liebt, dann achtet darauf, dass diese Pflanzen nie im Wasser stehen, beziehungsweise nie eine längere Zeit im Wasser stehen. Am besten pflanzt ihr so wie wir, einen leicht abschüssigen Hang, wo das Wasser immer gut ablaufen kann. Dann gehen wir mal in den vorderen Teil des Gartens. Dann kann ich ja zum Glück im Trocknen gehen. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch noch unsere Regenrinne zeigen. Wie ihr sehen könnt, haben wir keine Regenrinne. Die einzige Rinne im Dach oben ist die, wo die beiden Dächer verbindet. So eine Chromstahlwanne, welche da logischerweise eingebaut wurde. Ja, wir haben bewusst auf eine Regenrinne verzichtet, denn beim Bau des Hauses vor circa 12 Jahren war es meistens so üblich, dass man diese metallenen Regenrinnen verwendet hatte und diese Regenrinnen haben nicht allzu lange gehalten. Mittlerweile gibt es ja so PVC-Rinnen, welche das länger halten. Für uns eigentlich kein Problem, dass wir keine Regenrinnen haben, denn das ganze Wasser fangen wir hier unten in einem kleinen Becken auf, so ein 600 Liter Becken. Da haben wir auch noch ein paar Pflanzen reingemacht. Wie ihr sehen könnt, ist das Becken natürlich bereits randvoll. Da läuft es halt hier rüber in den Rasen rein, das ist auch kein Problem. Im vorderen Teil des Grundstücks alles im grünen Bereich. Hier kann das Wasser auch sehr gut ablaufen. Seht ihr ja selbst, wie das Wasser vorne zur Straße wegläuft. Das ist wahrscheinlich etwas, was man in Europa nicht machen kann, dass man quasi das Grundstück einfach zur Straße hin entwässert. Ich glaube, da hätte in Europa die Gemeinde keine Freude daran. Auch hier beim großen Gästehaus. Alles gut. So, dann gehen wir mal zu unserem Grundstück direkt am Fluss rüber. Mal schauen, wie der Pegel des Flusses ist. Ja, wie ihr selbst sehen könnt, ist der Pegel des Flusses schon sehr hoch. Also wenn es da in den kommenden Tagen oder Wochen sogar noch weiter regnen würde, kommt der Fluss ziemlich schnell mal über die Ufer. Ist hier eigentlich nichts Außergewöhnliches, denn der Fluss kommt alle paar Jahre mal über die Ufer. Seit die Straße erhöht wurde, ist es auch nicht mehr so ein Problem, dass man Angst haben muss, dass dann gleich die Straße im Wasser liegt.
Aber wie bereits anfangs Video erwähnt, die Regenzeit dauert noch bis Ende Oktober. Und wenn wir dann noch ein paar Wochen Regen haben, sehe ich dann schwarz. Hinten seht ihr noch unser Grundstück. Ja, das Hochwasser hat auch seine guten Seiten. Hier der Makamtau River ist normalerweise eher ein kleines Flüsschen. Mittlerweile sieht es schon fast so aus wie am Chao Phraya River. In letzter Zeit wurde ich des Öfteren gefragt, wann es endlich wieder mal ein Angelvideo von mir geben wird. Das ist schon ein paar Monate her, seit ich das letzte Video gedreht hatte. Ich verspreche euch, dass ich demnächst ein neues Video drehen werde. Ich werde es natürlich jetzt noch ausnützen, wenn wir so Hochwasser haben, dann hat es ja meistens auch relativ viele Fische hier. Auch größere Fische, welche vom Chao Phraya River hier in den Makamtau River reinkommen. Ja, unser Grundstück am Fluss haben wir logischerweise aufschütten lassen. Hier seht ihr noch das Nachbargrundstück, welches nicht aufgeschüttet wurde. Hier seht ihr bereits, wie der Fluss seinen Weg Richtung Land sucht. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Regenvideo gefallen hat. Wie immer, bleibt gesund. Bis bald, euer Olaf.